Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue. Kriegsschiffe, wir starten direkt die Mission, sonst kommen die Piratenjäger und wollen uns in den Arsch treten. Wenn nicht gut. Willkommen an Bord, meine Herren. Schön, euch zu sehen, Captain. Captain Shake Hormack, Captain James Cook. Es ist mir eine Ehre. Ganz meinerseits. Captain Cook hat eine recht beunruhigende Kriegsliste aufgedeckt, die unsere Informationen bestätigt. Jawohl. Eine Flotte der Royal Navy ist auf dem Weg nach Louisburg. Die Franzosen planen einen Überraschungscoup gegen sie, falls der Angriff gelingt. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Gentlemen, die Schlacht um Louisburg könnte sehr wohl der Wendepunkt werden, der diesem Krieg schließlich ein Ende setzt. Also was mich betrifft, ich habe genug vom Krieg. Möchtet ihr dann nicht das Kommando, Captain Cormack? Ich bin sicher, ihr genießt es, ein Schiff zu steuern mit echter Feuerkraft. Das sollte ich wohl, Captain. Jetzt können wir Atomraketen abfeuern. Geil. Ich bin, weiß immer noch nicht, in welcher Erinnerung bin ich. Sequenz 5. Warte mal, ist das Sequenzen oder sind das Erinnerungen? Ich glaube Erinnerungen. Louisburg, Juni 1758. Da sind wir. Ich muss kurz Pause drücken. Ich möchte nämlich irgendwie gerne wissen, in welcher Erinnerung... Ich habe 60.000, ich habe so viel Geld, meine Fresse. So, wo bin ich denn jetzt? Also hier Datenbank. Wo kann man das denn gucken, wo ich bin? Keine Ahnung. Da. Fortschritt anzeigen. Ah. Was war das andere dann? Hä? Verstehe ich nicht. Ach so. Ah. Sequenz. Okay, Sequenz 4 hatte 3 Erinnerungen. Aha. Ach so. Was? Die hat nur 2 Erinnerungen? Ach so. Ah, okay. Die. Ah, das sind unvollständige Erinnerungen. Jetzt verstehe ich das. Okay. Alles klar, das heißt, wir können jetzt schon, also Sequenz 5 hat echt nur 2 Erinnerungen, das ist jetzt nicht viel, und das hat nur 3. Ach nee, Sequenz 6 wird uns noch nicht angezeigt, genau, also es gibt noch eine 6. Sequenz. Okay, jetzt weiß ich, wo ich ungefähr bin. Alles klar. Dann geht's weiter. Wolf, Lawrence und Whitmore führen die 3 Divisionen der Royal Navy. Wer ist Kommandant? Major General Amherst, persönlich, zurück aus Hannover. Hannover. Ihr findet Interesse am Krieg, Shay? Ich möchte euch nicht enttäuschen, Sir. Das ist sehr wendig für so ein großes Schiff. Ein bisschen unrealistisch, aber okay. Da hinten, das sieht geil aus. Das sieht ein bisschen aus wie die Flammen des Schicksalsberges in Mordor. Und da kommt ein Schiff, ich sehe es doch. Freund oder Feind? Ich werde es vernichten. Es scheint ein Feind zu sein. Verdammt! Wir sind uns unterlegen! Sie dürfen nicht durchkommen! Wir müssen diese Schiffe stoppen, Captain! Der Ausgang ist davon ab. Ja, bleibt mal geschmeidig hier! Oh! Warte kurz! Oh, erst mal kaputt machen hier die Dinger! Oh! Da sind welche an uns vorbeigefahren, das ist nicht gut! Los, mach! Ihr müsst ein bisschen schneller nachladen, Kinder! Also, was ist denn los mit euch? Also, ich habe schon Schiffe gesehen, da ging das schneller. Ach, das ist auch kaputt. Geil! Oh, das finde ich cool zum Beispiel, ja, dass die aus dem Arsch schießen können und so. Ich glaube, Master Kenway hat recht, Captain. Die Mörser könnten sich als vorteilhaft erweisen. Ja, jetzt bleibt immer geschmeidig, Junge, also wirklich. Ist doch alles gut. Ich weiß schon, was ich tue. Ich spiele nicht zum ersten Mal ein Spiel, wo ich ein Schiff fahre, ja? Ein Unsichtbarer. Das
Soll das der Sohn von Achilles sein? Oh Gott! Brander! Falls sie durchbrechen, vernichten sie unsere Flotte! Dann sollten wir das verhindern. Ich erkenne das Schiff doch! Es ist die Ekkato Kredel! Adewale. Adewale! Ich würde sagen, dass wir andere Ziele haben. Abgemacht. Der ist es. Wir müssen diese Brander loswerden. Ganz ehrlich, so wie die hier dargestellt werden, sind die ja gar nicht. Man hat die ja immer anders gesehen. Ne? Das ist ein bisschen blöd, weil die dann nicht konsequent genug sind. Muss man einfach mal sagen. Aber sonst, ich meine, schon geil irgendwie. So. Mehr Brander, ja, was ist denn da los? Ja. Mörser, genau. Ja, für die kleinen Schiffe Mörser. Läuft. Machen wir. Wenn ihr das unbedingt möchtet. Boah. Ja, bleibt mal geschmeidig, Junge. Wir machen das schon. Hier. Bam. Bevor er mich erreicht, war er tot. So sieht es nämlich aus. Der wusste nicht mal, was ihm geschieht. So. Können aber nicht so weit schießen, muss ich sagen. Aber getroffen ist getroffen. Tja. Mit sowas kommen sie an, mit sowas. Noch mehr Feinde, Sir. Und weitere Brander. Es ist hoffnungslos. Vielleicht sollten wir uns zurückziehen. Ach. Krieg und Vernunft passen nicht immer zusammen, Captain. Es ist noch nicht vorbei, Männer. An die Kanonen. Ja! Wir schaffen das. Total motivierend. Motiviert euch, Männer. Schießen. Man muss auch mal ein bisschen lauter werden als Captain, sonst manchmal kriegen die dann nicht mit, was sie machen sollen. Ist dann schon wichtig, dass man auch mal lauter wird. Ja, ja, feuert ruhig, kein Problem. So, nochmal ein Mörserchen loswerden hier, ne? Kann man ja mal machen. Ach stimmt, wir können auch nach hinten schießen, pass mal auf. Bam, 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 bam. Ach, auseinanderbrechen, also wirklich. Uns geht's doch noch wunderprächtig. Als ob wir auseinanderbrechen würden, also ich bitte dich. Oh, ich glaube, die wollen mich rammen. Oder? Hat sich jetzt voll gelöhnt, den Mörser nochmal einzusetzen. So. Bringt, was immer ihr wollt. Ich werde es vernichten. Das ist die Royal Navy. Das war aber in letzter Minute, Captain Cormac. Das Kriegsglück wendet sich. Das war großartig, nicht wahr? Es ist noch zu früh zum Jubeln. Adewale ist da draußen. Wir werden ihn schon noch zum Tanz bitten können, Master Kenway. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Hathan weiß auch gar nicht, dass es ein Freund seines Vaters war. Ich habe ja, glaube ich, schon mal erzählt. Hathan, dass sein Vater getötet wurde, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne? 10 Schiffe mit Mörser versenken, ja, habe ich bestimmt gemacht. Bestimmt waren es 11, deswegen haben sie gesagt, nee, das zählt nicht. Du bist einfach zu gut. Das können wir so nicht machen. So, das war, ja. Nee, ich glaube, ich weiß nicht, werden immer schon alle Sequenzen angezeigt an Erinnerung oder nicht? Master Kenway scheint entschlossen, Adewale zu vernichten. Ihr nicht? Er ist ein mächtiger Mann und ein Symbol der Hoffnung für die Assassinen. Seine Liquidierung würde sie im Mark erschüttern. Würde es, ich weiß. Aber es ist eine Schande. Er ist ein guter Mann, Gist. So wie der Elf von Washington und Smith. Ich habe gerne mit ihm getrunken. Wardrobe auch, obwohl er nie viel vertragen hat. Er und Weeks haben sich nie verstanden, wisst ihr? Falls ihr mein Gewissen auf die Probe stellen wollt, dann ist es euch gelungen. Wir leben in Kriegszeiten, Shay. Aber für uns ist immer Krieg.
So. Ich muss euch sagen. Boah, diese blöden Piratenjäger immer. Aber sind das ja auch Piratenjäger? Macht. Sind wir Pirat? Wir sind eigentlich gar kein Pirat, oder? Vielleicht sind wir Freibeuter mit Freibeuter. Wo wollt ihr hin? Und vergessen. Er wird nicht abgehauen. Ja, wir machen die ganz kaputt jetzt. Ich habe keinen Bock, die zu entern. Die haben eh nichts Interessantes dabei. Bleibt mir aber alles nehmen, was sie haben. So. 22 Metall. Stimmt, ich müsste ein paar Sachen eventuell schon machen können, weil ich habe ja auch ein bisschen Holz, aber wir brauchen viel Metall eigentlich eher, ne? Eigentlich brauche ich eher Metall. Naja, gut, ich meine, ja, ist auch nicht so schlimm. Wir werden gleich mal hier auch gucken, was da noch geht. So, wir interagieren damit, nehmen uns erstmal wieder ein bisschen Kohle von der Bank. Per Online-Überweisung. Dann schauen wir mal kurz hier nochmal nach. So, ja, das war ein Erfolg, ist ja klar gewesen. Dann bitte. Ich habe nichts anderes erwartet. Löwenkopf-Admiralspistolen. Oho. So, Mission. Was haben wir denn da oben? Achso, das ist unser Hafen. Hier können wir... Ach, hier können wir jetzt auch Missionen wählen. Alles klar. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier hin. Reparieren das Schiff. Das ist ja mal voll billig, die zu reparieren, ey. Welche Hilfsarbeiter werden denn dafür genommen? Wir können auch mal alle Schiffe eigentlich reparieren, die es benötigen. Ja, komm, wir nehmen mal die hier. Du machst da mal schon was, ne? Ich vertraue dir. So, die schicken wir auch los. Kann ich eigentlich alle losschicken, theoretisch? Oh, sieht gut aus. Dann. Auf geht's, würde ich sagen. Ah, jetzt können wir nicht mehr, schade. Gut, dann bestätigen wir das und dann gucken wir uns mal kurz das Schiffsgebötsche an. Ob wir dann das ein oder andere vielleicht noch verbessern können. Aussehen der Morrigan, was können wir denn eigentlich hier machen? Gestreifte, graue Segel, schwarze Schattensegel. Exzellente Segel, die sind super toll. Segel der Aquila. Das ist ja das Schiff von Connor gewesen. Queen Anne's Revenge. Ernsthaft? Ernsthaft? Ein Satz Segel, die einst auf Schwarzbarts Schiff gehisst wurden. Die nennen den nicht Blackbeard. Nee, das wird mit Schwarzbart übersetzt. Ja. Segel der britischen Löwen, französische Segel, weiße Segel, Wolfssegel, die Segel der Jackdaw. Die Segel hatte ich auf der Jackdaw irgendwie nie drauf. Ich kenne die auch nicht, aber gut. Aber, nee, das geht nicht. Ich kann die Morrigan nicht mit dem Antlitz der Jackdaw aufwerten. Das ist nicht möglich. Oh, guck mal hier, wir könnten eine nackte Frau vorne ran machen. Das ist doch geil. Da stehen die doch mal drauf. Harpienschädel. Ja, im Grunde sind das ähnliche Dinger wie... ne? Wie auch schon in Black Flag, genau. Galionsfigur der Aquila. Der Morrigan, die haben wir drauf. Wolfs, wir müssten auch die von den Jackdaw machen können, aber das machen wir natürlich auch nicht. Ist ja wohl klar. So, wir könnten zwar Segel fahren, dann möchte ich aber gar nicht. Wir möchten hier ein bisschen gucken. Oder ich möchte das. Wir haben ein bisschen Metall, da kann man einiges machen. Entweder Bug. Karunaden. 4 Bukkaronaden zum Betäuben von Gegnern. Kosten 80. Ich muss mir echt ein bisschen überlegen, was ich mache. Vom Geld her alles kein Problem. Nur die Ressourcen sind es halt, ne? Ich kann nochmal hier unten kurz gucken, ob wir schon irgendwie Lagerraum, da brauchen wir Holz. Wie viel Holz habe ich? Holz habe ich 94, habe ich auch nicht viel. Da muss man also auch schon mal wieder ein bisschen gucken, was man macht und was nicht, ne? Frachtraum, damit der größer ist. So viel nehme ich ja gar nicht mit, also von daher. Ich brauche nicht so viel Holz. Ich mache mal das hier, dann kann ich mehr Harpun mitnehmen. Ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Kann ich noch irgendwas machen, wofür ich Holz brauche? Ne, immer Holz und dann das, okay. Naja, für den Rest brauche ich Eisen. Also Eisen brauchst du noch und nöcher, ohne Scheiß. Ich würde sagen, warte mal, 80,
Bomben. Bomben? Was für Bomben, ey? 160, aber der Mörser ist schon wichtig, ne? Fuck, ich hätte das mal machen sollen. Egal, wir machen den Mörser jetzt stärker. Ich habe noch 166 übrig. Das reicht noch für entweder zwei 80er. Wovon ich, glaube ich, keine mehr habe. Ich habe ein 80er noch. Ich habe zwei 80er. Okay, dann machen wir das hier. Versuchen, das Beste draus zu holen irgendwie. Und das hier ist doch schon mal ordentlich. Ich will trotzdem irgendwie gucken. Neue Segel, irgendwie mal was anderes. Ich meine, muss ja auch mal ein bisschen, ne? Ja, komm, machen wir die hier, oder? Warum nicht? Kann man sich hier keinen... Moment. Achso, ich habe, glaube ich, gar nicht bis nach unten komplett geguckt, ne? Ich wollte ja mal wissen, hier, Steuerräder, guck sie an. Kann ich nicht. Ja, warte. Brauche ich Eisen für? Warum brauche ich denn dafür Eisen? Blödsinn. Warum habe ich das denn? Ach ja, die Jackdaw. Aber die werden natürlich nicht auf einem Templerschiff zum Einsatz kommen, die Dinge der Jackdaw. Dafür ist die Jackdaw viel zu geil gewesen, muss man mal so sagen. So, wir verkaufen mal noch ein bisschen Fracht, würde ich sagen, und zwar ein bisschen Tabak. Den brauchen wir nämlich sowieso nicht. Wir haben noch ein bisschen Stoff ablehnen. Ich wollte wissen, wie viel ich dafür bekomme. 5? Das ist ja viel. Wow, ist ja so Pauschalpreis. Für alles kriegst du 5. Naja. So, ein bisschen die Jackdaw aufgewertet. Ist doch auch schon mal was. Und damit ist sie noch mächtiger gegen ihre Feinde. Sie können es natürlich niemals, nicht mal in 1 Milliarde Jahre, und wenn die Jackdaw schon... Hallo! Ich brauche Geld. Oh, verdammt. Franzmänner! Oh ja, wir wurden getroffen. Ach du meine Güte. Das ist aber doof. Na, oh, yeah. Oh. Puff. Puff, puff, weg, yo. Ah, das ist voll doof, dass ich hier nur dieses blöde Feuer machen kann. Ich will auch schießen können. Ist super. Unser Zustand ist wunderprächtig. Huch. So, du gehst unter. Ich hoffe, die haben ein bisschen Muni für mich dabei. Ein bisschen Stein, einmal Crew. Ah, nicht wirklich das, was ich will, aber okay. Geht das Ding schon unter? Ah, Tatsache. Wo ist denn das? Ach Mann, ey. Käse. Ja, wir machen das jetzt kaputt. Das Geld, was sie mitnehmen, das will ich haben. Ja, können sie ja machen. Ja, egal. Oh shit, ich bin gleich down. Kann aber nicht sein. Konnte das nur geschehen? Ah, ich glaube, ich werde gleich desynchronisiert. Ich habe ein bisschen zu viel Faxen gemacht, würde ich sagen. Bereit zu feuern! Ja, feuert. Sie schickt uns auf den Meeresgrund. Niemals! Oh shit! Die haben nur weitergeschossen, die Schweine. Ach, die haben mich verarscht. Ja, das könnte gleich passieren. Das wäre tatsächlich möglich, weil irgendwie doof. Ich könnte natürlich versuchen, jetzt abzuhauen, aber... Oh! Los! Ach, ihr seid doch scheiße. Ihr sollt doch in Deckung gehen, ey. Das, so ist das, wenn man mit Stümpern zusammenarbeitet, weißt du. Gehen einfach nicht in Deckung, wenn ich sage... Nix. Ne? Nö, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr.
Jetzt fahren wir schon zu unserem Ziel, allerdings, wir werden uns da in der nächsten Folge, denke ich mal, irgendwann in der, irgendwie kurz vorher dann wiedersehen. Oder hören, denn ich beende die Folge an dieser Stelle. Wie lange brauchen wir da überhaupt noch hin? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich da eigentlich auch per Schnellreise hinporten. Das mache ich dann auch. Und dann fahren wir den Rest wahrscheinlich. Machen das auf jeden Fall noch schnell kaputt. Warum denn nicht? Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und bis dahin, haut rein.